Na gut. So. Eine schaffen wir noch. Gucken wir mal. Wen haben wir denn hier hinten, der was von uns möchte? Ist das überhaupt hier? Oder ist das wieder woanders? Natürlich ist es nicht im Lager, sondern wir müssen nach Valentine. Aber dank der Schnellreise sind wir ja relativ schnell da. Eigentlich bis Valentine kann man auch so reiten. Das ist ja gleich um die Ecke, aber ich nehme jetzt trotzdem die Schnellreise. Habe ich. So, Matt, got the full message. What did you think? I think we're in real trouble, but the only way out is forward. I know. That Blackwater business seems to have finished us. Hm. No. Hi, Karen. Jut. Morgan, you got any hair pomade? Come on, Pierce. So, nach Valentine. Einmal aufsitzen. Und dann geht es los. Ne? Hoppe, hoppe, Reiter. Oder so ähnlich. Ach ja. Berge. So ist das. Ah, Rauch. Da ist Rauch am Horizont. Und schon sind wir da. Keine 2 Minuten gedauert. Keine Minute sogar. So, dann müssen wir jetzt noch hier vorne. Na, Jos. Verschwindet. Fehlt ein Weg. So. Wen darf ich denn jetzt hier? Binden wir mal den Gaul an. Ich glaube, unser Mann steht da drüben. Ich weiß zwar noch nicht, wer es ist. Ist das ein F oder ist das ein J? Keine Ahnung. Hm. Bist du's? So. Ja, Javier. How's the scar? I heal pretty fast. John. Lucky you. So you just lazing about or you got any leads? I got something. You see them? Sure. Well, you see yourself as a shepherd now? Maybe. Come on. Well, where exactly are we going? Collect something. Help us get some sheep. You know, that attempt to seem all enigmatic and interesting, that might work for Dutch, but for you, it just makes you look stupid. Come along. You'll see. That train job was a start, but we need more money. This way. Until we can get back to Blackwater and collect. I'm here to tell you, we try to collect that money anytime soon, it'll come with a noose. I was worried you'd say that. Dutch says that we... Dutch says a lot. That's his gift. Saying things. Oh, yeah? What do you mean by that? I was the prize pony once. Now I'm a workhorse. Listen, Dutch is... But, well, you was at that thing in Blackwater. We already seen Pinkerton's here. New century's coming. This life, this way, well, we're the last, I reckon. And we ain't long for it. Then that's the way it goes, I guess. For me, yes. All right. So where are we going? Just need to pick up something. Okay. What then? Was wollen wir denn holen? Tether the horse and I'll meet you across the street. Okay. I already don't like how this is going. Anbindepfosten. Ach da. Hab ich gar nicht gesehen. Da habe ich gar nicht hingeguckt. So. Einmal den Gaul anbinden. So, Ronny. Bleib's hier. So, wo ist denn jetzt der gute John Marston hin? Der ist in den Laden rein. Gunstore. Yep.
head in, pick up a sniper rifle? I'll explain later. Don't you wear yourself out now. Oh, well, hello again. How can I help you today? Looking for a rifle? Something with a sight on it. Shouldn't be a problem. You want to see what we've got? It's all in the catalog here. I'm gonna have to take this on credit. Well, no, wait, we ain't even discussed terms. Or I can take it in a way that ain't so polite. Okay, okay, fine. You can pay me later. Okay. Na gut. Schau dir die Gewehre im Katalog an. Mach ich. Gewehre. Ich hab doch auch schon Gewehre. Das kostet sogar nichts. Rolling Block Gewehr. Darf ich erstmal gucken, was es noch so gibt? Achso, es sind nur die beiden. Das Carcano und das Rolling Block. Okay, dann nehmen wir doch mal das Rolling Block. Dieses soll es werden. Komponenten. Lauf. Lauf. Drall. Ja, das darf ich anpassen, oder wie? Okay. Was ist denn das für ein Riesenödel da oben drauf? Meine Güte. Da kannst du ja von hier bis nach, weiß ich nicht, sonst wo hingucken. Schafft. So, Maserung ist mir eigentlich relativ buggy bei der Knarre. Schutz. Was ist ein Schutz? Achso, für die Hände. Aber das bringt nichts. Das hat keine Auswirkungen. Deko lassen wir jetzt auch mal sein. Munition. Gewehrmunition. Habe ich schon ein bisschen was dabei. Expressmunition. Nehmen wir auch noch ein bisschen was mit. Ist halt teuer, ne? Obwohl, es geht. Hier, voll machen. So. Zurück. Zurück. Gedrückt halten, um zu schließen. So. Dann haben wir jetzt einen Sniper. Mhm. Triff dich mit John. Der steht doch bestimmt noch vor der Tür. Tut oder nicht. Wo ist er denn jetzt schon wieder hin? Da drüben beim Gaul. Na gut, gehen wir mal hin. Jetzt habe ich einen Sniper. Und nun? Da bin ich mal gespannt, was jetzt kommt. Ja. Why couldn't you have done that? Whoa! Done what? Bought that gun. I had a run-in with that fella earlier. We ain't on the best of terms. You had a run-in. I've had a run-in with half that town. Calm down. It's done now, ain't it? Why are you being so cagey about all this? Always playing some goddamn game. Me? I ain't the one taking Jack on fishing trips. No, you ain't. If you say the boy ain't yours, what's the difference? You probably only run off again. Why are you so interested in my life? Ain't you got one of your own? Just do one thing or another. Not be two people at once. That's all I'm saying. It ain't that simple. You know that as well as anyone. Same as with you and that girl. What was her name? Mary? That was different. No, it ain't. Just the same. Anyway, for the love of God, will you tell me what you got me doing here before I turn around and hit the breeze? There's a herd of sheep coming down to auction from Emerald Ranch. Folk in town were saying the owner's trying to stamp out every farm from here to Ansburg. Yeah, I know that place. Mhm. Okay, und jetzt sollen wir jetzt hinterrücks ermorden. Oder die Schafe. Ich glaube nicht, dass die Schafe, aber wahrscheinlich ihn. Aber da brauche ich doch keinen Sniper dafür, das kann ich doch so. Gehe ich hin, zeige ihm meine Knarre, sag Hallo, und dann ist er weg. Oh, gut. Whoa, whoa. Let's head up to the ridge up there. Get a proper view. Okay. So I'm thinking that the herd will make it to auction all right, but a couple of new ranch hands will be collecting on the sale. Doubt the town will care to notice too much. Why we need this rifle you couldn't buy yourself? Reckon we shouldn't get too close.
At least not till we know what we're dealing with. Let's see what we can see from up here. Weißt du, woran man merkt, dass man alt wird, wenn man sich auf YouTube Videos anguckt aus der Jugend und sieht Upload 2007 oder sowas? Und dann denkt man, krass, es ist schon 2018. Und dann denkt man, das bedeutet, viele der jetzigen Erstis sind im Jahr 2000 geboren. Und ja, das stimmt. Viel schlimmer finde ich dann die Tatsache, wenn du irgendwelche Kommentare in Foren oder vielleicht auch auf Facebook oder wo auch immer liest und dann steht dann so ein Nickname, sowas wie Penisritter 1998. Dann denkst du dir so, ja, das ist ja noch ein halbes Kind. Und dann denkst du dir, Moment mal, 98, der ist ja trotzdem schon 20. Hä? Das ist viel schlimmer. Finde ich. So. Huch. Nee, ich wollte nicht. Kann ich hier noch weiter ranzoomen? Soll ich die jetzt ausschalten? Scheinbar, ne? Okay. Bleib mal da. Oh Gott, das war doch nix. Hab ich ihn getroffen? Glaub nicht. Das war das. Das war das Pferd. Wo sind sie hin? Sind weg. Sie sind weg. Ach so, ich soll die. Hä? Okay. Sollte die gar nicht erschießen, die Schafis? Okay. Aber die zwei davor, also 2000 aufwärts, gibt noch mehr von diesem Gefühl. Ja, das stimmt auch. Das stimmt. Ranch, no. You? Oh, day here, there, but not much. Most cowboys I know are dumb as trees. Ja, mach das. How hard can it be? I guess we'll soon find out. Let's get these things. Bring them back to the yards. So, Schafis zusammentreiben. Na, das wird ja ein Spaß. Das gab es im ersten Teil auch schon. Da musste man auch, also nicht Schafe, sondern ich glaube Kühe waren es, zusammentreiben. Und die blöden Viecher sind dann über die Klippe gerast. They're pretty scattered. Let's get them all rounded up. Easy now. Schafi! Wirklich das Pferd erschossen. Hups! Steinkühe sind durchaus klippentauglich. Nee, leider nicht. Also die waren es leider nicht. Die haben sich dann immer so. Oh, eine Klippe! Oh, eine Klippe! Oh, eine Klippe! Ja, Mensch. Das war dann nicht so angenehm. So, ihr Schafis. Wie wär's denn mal? Geht mal darüber zu dem Rest. Ja, und? Let's head for town. You know what? Marston, why don't you leave the sheep to me? You ride Shank. Keep watch for any trouble. I brought you in on this. It'll be quicker this way. Trust me. This ain't the right time for you to be learning how to hurt. All right, whatever you say. Ja gut, ich meine, das gehört auch dazu, ne? Quickest route back to Valentine is right around that mountain. Okay. Like I said, I'll handle this. Das gehört halt leider auch dazu. So.
Na, ja, geben die noch ein bisschen Gas. Die Viecher haben sie ein Turbo gezündet. Das ist gut. Das gefällt mir. Hey, Schafi. Lauf. Sind doch alle richtig. Was hat er denn? Ja, Schafis. Viele, viele Schafis. Hm. Wie gesagt, das hat man beim ersten schon machen müssen. Oh, ich fand das... Es ist zwar nett nebenbei, das mal noch so zu machen, ne? Aber, boah. Ja, es gehört ja dazu. Wo wollten ihr jetzt hin? Nicht nach da. Nach da. Wir müssen Richtung Stadt. Welche Stadt eigentlich? Hoffentlich nicht nach Valentine. Achso, ist nicht so weit weg. Dann geht's ja. Dann geht's ja. Das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Entschuldigung. Los weiter. Jemand Interesse an Schafragu? Hm. Ich tu die Knarre mal weg. Ich hab da irgendwie so ein ungutes Gefühl bei. Ja. Ist passiert. Los, ihr Schafis, durch den Wald. Also, die drei Bäume hier. Jetzt? Reitet er von alleine gerade? Nö. Nee. Dachte es schon gerade. So. Nur noch 2 Meter. So circa. Huch. Das war ein Stein. Ich dachte gerade, bin über ein Schaf geritten. Ja, ihr seid auch ein bisschen doof, hä? Das ist ein Zaun, da kann man nicht durch. Blöde Viecher. Ja, 2 sind leider, wie soll ich sagen, verloren gegangen. Passiert. Fine sheep. They're okay. Well, you seen better around here? I've seen ones with less ambiguity about their provenance. A lot less. What are you trying to say? I'm trying to say you give me 25% kickback. And I won't say nothing to nobody. Everything all right here? Excuse me? Sure, I'll excuse you for 25%. Do you want me to put another hole in your head? Folks swing for rustling livestock. 25%. 15. 20. 18. Done. Geil. Calm yourself, friend. Dass ich die Schafe nicht geklaut habe, du Arschloch. I'm buying your sins. You're buying. But we're paying. Go on now. Come back after the auction. Yeah. Dutch is waiting for us at the saloon. He is? Das ist nicht in Ordnung. Naja, dann auf zum Saloon. 18%. I thought we was doing the robbing here. Still good money. Thanks for all the help with this. Can't herd, can't swim. Give it a rest, will you? We ain't kids no more. No, never really was. So, triff dich mit Dutch im Saloon. Machen wir noch. Und dann machen wir Feierabend. Geh doch auf die andere Seite von dem Balken. Meine Güte, Hornochse. Ja. Bin ja schon da. Oh, nicht schon wieder. Das endet doch nicht gut. Was haben die da gerade gesagt? Irgendwas mit Shades of Grey? Ich könnte ihn doch noch gar nicht kennen, den Film.
Gentlemen. Dutch, Leopold. Where have you been? Working. Marston's thing. Good. And? We're just waiting to get some pay. A few sheep. Leopold, my good friend, as long as you're here, why don't you and John go make sure there ain't no funny business? Of course. Gentlemen. Drink? Sure. Nothing like talking to old Strauss to make you want to blow your own brains out. I should have left him where I found him all those years ago. Bookish little Austrian, fresh off the boat, his eyes out on stalks. Well, I guess the Dutch Vanderlyn Finishing School has some strange graduates. That it does. To your good health. Thank you. Vanderlyn! Get out here! Get out of here now! Vanderlyn! Oh. Sind das die Typen? You don't know me, but you keep robbing me. My name is Leviticus Cornwall. I am not a man to be messed with by the likes of you. Ist das nicht der Zugtyp? Get out here before I have these men killed. What do you think? Get out here, well, you depraved piece of trash. You start spinning the yarn. When I think the moment's right, I'll make a move. You think I got where I am by letting scum like you rob from me? Vanderlyn, you're done. Now get out here now. Deal with this nonsense. Please, gentlemen, this is a terrible mistake. This is a case of mistaken identity. What is worse than admonishing a man for the sins of another who wants to be the Messiah? Not me, nor do I want to be this. Oh, schießen wir halt aus der Hüfte. Und wieder in der Stadt, ne? Wieder mal da, wo es jeder mitbekommen kann. Und uns wieder mal dann nicht freundlich gesinnt ist nachher. Das ist eine komische Musik. Flipper, 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 flipper. Oh, dein Hut ist weggeschossen worden, Touch. Das ist aber ärgerlich. Das ist mir auch schon passiert. Aua! Ey, du Lappen! Gehen Sie mal beiseite. Wo kommen die denn jetzt alle her? Oh, was machen die hier eigentlich? Das ist eine gute Frage, ey. Oh, das ist ja nur wieder ein Massaker. Scheiße! Hör mal auf, auf mich zu schießen, das ist unangenehm. Hallo? Kann ich mich denn nicht heilen? Ich brauche was zu essen. Brötchen. Und Arznei. Hallo, nimm Arznei. Schlagarznei, ist egal. Das ist so ein Massaker, ey. Hubala. Ja, das ist wirklich Madness. Schon wieder jemand den Hut weggeschossen. Wo ist denn der andere Heini? Ist doch hier hinten noch irgendwo einer. Ja, ist egal. Oh je. Ey, da bringe ich immer meine Pferde zur Reparatur hin. Kann ich doch nicht umbringen, die Leute da. Boah, wieso treffe ich den denn nicht? Was ist da los? Wie wär's eigentlich mal mit einem Gewehr? Das da zum Beispiel. Oh. Oh.
schnell rein damit. Oh. Wie viele sind denn das? Nein! Oh, er hat kassiert. Und er ist tot. Shit! Kontrollpunkt. Meine Güte, das waren aber viele jetzt. Wo kamen die denn alle her? Boah. Ganze Köpf zusammengeballert, ey. Ach so, ich sollte mir den Strauß schnappen. Sollte man echt mal ab und zu drauf achten, was die einem sagen, ne? Los, komm her, alter Sack. Schnell, 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 schnell. Oh. Bring doch mal den Typ da hinten um. Ruhig, Ferdinand. Wie ist jetzt mein Pferd? Keine Ahnung, ist eigentlich völlig egal. Hier, verstauen. Ah, okay. Ja, die Musik war sehr strange. Oh. Hä, wieso geht der nicht kaputt? Hallo? Jetzt. Muss ich das ins Gesicht reinschießen, oder was? Oh, das war ein Gesichtsschuss. Wow. Naja, wow. Oh, ich muss da hinschießen. Gut, das war ein Kopf. Wow. So schlecht mit Controller schießen. Ist unfassbar. Hört doch mal auf. Flieh aus Valentine. Wie denn? Immer mehr kommen. Halt. Meine Güte, kommt immer mehr Nachschub, ne? Schicke Krawatte. Ja, Dead Man Walking. Boah. Wie soll ich denn jetzt hier wegkommen? Ich probier's einfach. Ich meine, mehr als probieren kann man es nicht, ne? Ah. Pferd ist kaputt. Mal wieder. Oh, da sollte ich nicht hin. Das ist auch nicht viel besser. Shit. Es gibt Gasgaul. Aufpassen, das ist natürlich blöd, dass man jetzt wieder ein Pferd hat, wo die Bindung noch nicht so hoch ist. Deswegen ist sehr, sehr schnell bei dem Pferd der Akku leer. Schlecht. Da habe ich was verfolgt. Das ist auch schlecht. Komm ich hier irgendwo lang? Oh. Aua! Nicht ins Gesicht! Ich muss hier runter. Da war eine Klippe. Jetzt war nicht so toll. Das wird gesucht. Bisschen aufpassen mit dem Pferd. Nicht, dass ich das überstrapaziere. Das ist nicht so gesund für das Pferd. So, okay, gehen wir mal hier lang. Vielleicht schaffen wir es dann endlich mal von den Typen weg. Ja, das sieht gut aus. So, ich glaube, hier oben ist das Lager. Mich nicht alles täuscht. Ja, haben wir geschafft. Sehr gut. Nee, ich muss gar nicht zum Lager. Doch, ich gehe aber zum Lager. Aus dem einfachen Grund, dass wir jetzt hier an der Stelle gleich Schluss machen. Vorerst. So. Also die Knarre jetzt wegpacken. Glaube ich, nur noch nach hier oben. Genau, da steht doch schon einer von uns im Wald. Ach, Bill. Ja, ich bin's. Brauchst nicht jedes Mal zu fragen. Einmal durchs Geholz. Geäst. Geholz.
Ja, ruhig fährt. Ruhig. So. Den Gaul noch anbinden. Was war das denn für ein Schmeiger? Move vom Pferd. Who's bad? Nee, who's there? Wer ist da? Nicht wer ist bad. So, wir speichern an dieser Stelle. Genau, und wir machen dann das nächste Mal hier weiter bei Red Dead Redemption. Ich danke auf jeden Fall schon mal fürs Zuschauen. Gehe dann gleich nochmal auf den Talk-Bildschirm. So, aber für YouTube auf jeden Fall erstmal danke fürs Zuschauen.